MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein recht herzliches Willkommen und damit Hallo zu Anfang verkackt, egal, lassen wir drin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Mit eurem Helmet Up von den Gamer Brothers TV. Ja, das TV natürlich sehr wichtig, deswegen habe ich es auch betont. Immer noch nicht beim Friseur, weil ich die Folge 5 Minuten nach der letzten aufnehme. Wie gesagt, schon angekündigt mit dem Bundesliga-Team. Featuring Robben, Boateng in Form, Reus, Schweinsteiger und Lewandowski, der nicht wirklich eine gute Quote hat bei mir, wundert mich. Aubameyang auch nicht so krass. Also, ich weiß, eigentlich bin ich mit dem Team sehr zufrieden, aber hier hat keiner so eine wirklich kranke Quote. Was krank ist, ist, dass ich schon 263 Spiele mit Pisscheck gemacht habe. Anzahl der Besitzer 1, da bin ich sogar Erstbesitzer, ja. Bin sogar sehr stolz drauf. Sehr stolz. Und ich habe ihm Backbone gegeben, ja. Sehr stolz bin ich. Alla war auch schon 153 Spiele. Santana auch schon 206. Hummels auch schon 142, ja. Neuer 63. So ist es. Ja, Schweinsteiger 120, genau. Oh, 120 Jubiläum gehabt in irgendeinem Spiel, was ich letztens gemacht habe. Und ich würde sagen, Online-Saison gehen wir weiter. Ich will den Titel. Und ich schau mal. 9000 Coins würde es geben. 9000 Coins, ne, nimmt man mit. Machen wir weiter. Syrie einer Gegner. Und ja, ich hoffe mal, dass wir das richtig wegbashen. MD United mit einem Bundesliga-Team. Mein Team ist auch Bundesliga. Ne, ich nehme mal das Menu-Trikot. Und im Santiago Bernabeu, also anscheinend ein Real-Fan. Mit, wie angekündigt, denke ich mal, einem Bundesliga-Team. So ist es. Und kein schlechtes. Kein schlechtes. Kann man machen, ne? Reus, Aubameyang und Verfan ist ein ganz schön schneller Sturm. Muss man aufpassen. Reus sowieso extrem geil. Götze, Gündogan, Diego, auch ein starkes Mittelfeld. Wobei ein bisschen defensiv schwach. Da können wir vielleicht was reißen. Und ja. Teampressing individuell. Offensiv. Und dann los. LOL. Und die Leitung des Spiels übernimmt heute Sumqua. Was war das? Reus. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Hummels. Alaba. Marco Reus. Wie gesagt, ich konzentriere mich. Reus. Oh, das scheint zu funktionieren. Wir kriegen was? Ja, sicher. Freistoß für den Gegner, ja, Marsch. Alaba, sehr schön. Ja. Hummels, sehr schön. Wir brauchen eigentlich nur einen Unentschieden. Also eigentlich können wir es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber ich möchte eigentlich jedes Spiel gewinnen. Auch wenn ich es sehr, sehr klar nicht tue. Habe aber eine relativ deutliche Plus-KD dieses Jahr. KD, what the fuck. Und ich habe 3 Monate kein Call of Duty mehr gespielt. 3 Monate. 3 Monate. Ich habe das mal so gesuchtet und jetzt nur noch FIFA. Alles wegen euch. Oh, steiler Pass. Schade. Er hat Alaba, ne? Ja, ja. Gut. Alaba ist immer so eine Sache. Weil der sehr, sehr gut ist. Schön. Robben gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da hat er einen Trick nicht gemacht. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Nicht mit Pisscheck. Oh, Neuer. Neuer ist echt gut. Neuer ist gönnerhaft.
So, Vorsicht, nicht rauskommen. Verdammt, verdammt. Kopfball gegen Tor mit Verfahren. Ich sage nicht rauskommen, ich mach's trotzdem. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Wunderbares Tor nach diesem Eckball. Da hat sich das Sondertraining. Verdammt. Und jetzt startet der Kollege durch. Boah. Ich dachte, er geht rein. Lol. Ich dachte, er geht rein. Das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Oh, Reus. Steiler Pass. Ah, jetzt leckt's gerade. Wie es für eine Ultimate-Team-Aufnahme üblich ist, wurde ich unterbrochen. Wie immer eigentlich. Oder letzte Folge nicht. Letzte Folge nicht. Aber, naja, ich bin motiviert, hier, ne? Noch alles klar zu machen. Scheiße, jetzt spielt er den lang. Jawohl. Na, Neuer. Der beim ersten Gegentor zugegebenermaßen nicht gut aussah. Das lag aber an mir. So, Seitenwechsel oder auch nicht, weil Schweinsteiger sich da in den Weg stellt. Aber jetzt Pisscheck. Der bremst ab. Holt einen Einwurf. Passt. So, jetzt hier, wer bietet sich an? Der Aubameyang. Aber Alaba. Wie gesagt, der ist gut. Alaba ist sehr gut. Oh, Verfan. Scheiße, ich krieg ein Gegentor. Huch, huch. Neuer, das war geil. Das war geil. Jetzt. Ja, schön. Passt, passt. Seitenwechsel. Ah. Scheiße. Den will er doch da wahrscheinlich an der Linie spielen. Oh, das macht er sicher hinten rum. Macht er gut. Macht er gut. Kann man nichts sagen. Es muss Hummels. Verdammt. Santana. Schön. Schön. Robben. Ah. Momentan läuft's nicht. Und ich möchte eigentlich in dieser Folge den Titel schon holen. Ich meine, ich hätte dann noch 3 Spiele Zeit, aber ich möchte ihn jetzt haben. So wie das ist, ah, Schweinsteiger, super. Passt. Schön, Schweinsteiger. Mach mal einen Longshot. Ja, super. So, Pisscheck. Musste ich jetzt warten, bis da welche im Strafraum sind. Ich krieg noch nicht mal die Ecke. What the fuck? Was macht er da? Ich wollte eine ganz normale Flanke spielen, aber na gut. Man trägt ja auch immer seinen eigenen Teil dazu bei, wenn die Spieler irgendeinen Scheiß machen. Aber in FIFA 14 kommt es eben auch sehr häufig vor. Jetzt nicht in dem Fall wie gerade. Dass die Spieler selbstständig werden und irgendeinen Blödsinn machen. Aber na gut. Zumindest in den letzten Spielen hat mich das Momentum nicht mehr so krass angegriffen. Hatte ich zumindest das Gefühl, oder ich war einfach mal besser als durchschnittlich. Oder als sonst. Boateng, Longshot, komm. Ja, super. War aber auch mit seinem Schwachen. Ich weiß nicht, ob er da 3 oder 4 hat. Ich glaube 3. Ich glaube, der hat 3 Sterne schwacher Fuß. Ich weiß es nicht. So. Da müsste Santana kriegen, kriegt er nicht. Dafür Pisscheck. Scheiße. Das war gut von Alaba. Jetzt schnell nach vorne. Schön Reus. Reus. Longshot. Reus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe den drin gesehen. Ah, es regnet. Ohne Regen wäre er wahrscheinlich reingegangen und wir sehen 60% Ballbesitz. Wir müssen hier so locker führen, ne? What the fuck? What? Robin. So, jetzt Reus über links. Dahinter ist Verfan.
Reus kommt aber nicht durch. Boah, starker Pass. Aber Santana, sehr schön. Doppelt stark, aber Reus verliert den Ball. Pisscheck, nein. Verteidigung steht eigentlich ganz gut, aber das Gegentor war halt sehr, sehr blöd. Und jetzt Santana. Kann man nicht meckern. Santana, was kostet der? 3000 Coins, wenn überhaupt. Rom Longshot. Ah, es kann nicht sein. Der hätte so reingehen müssen. Jetzt pfeift er ihm zum Glück den Konter ab, ey. Und ich sage immer, dass mich das trifft. Ja, gut. So, 1:0 für ihn. Und eigentlich sind wir nicht klar besser, aber eigentlich sind wir schon besser. Daher wäre das 1:1 locker verdient. Ich habe aber ein ganz gutes Gefühl, sollten wir noch schaffen. Und ich bin recht optimistisch. Und wir sehen hier das Santiago Bernabeu. Meine Fresse, ist das ein Riesenstadion, ey. Das hat 4 solcher Ränge. Wer sind das? 5? 2, 4. Es sind 5 solcher Riesenränge. Ich will nicht wissen, wie viel Meter man tatsächlich hinterher, wenn man in der letzten Reihe da ganz oben sitzt, wie viel Meter man über dem Spielfeld ist. Natürlich hat man da auch eine geile Sicht, ne? Muss man ja mal so sehen. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Und ich hoffe, dass wir hier noch zumindest ein Unentschieden holen können. Was heißt zumindest? Ich hoffe einfach auf ein Unentschieden. Sieg möchte man immer, aber ist jetzt irgendwie egal. Hauptsache Unentschieden. Pff, lol. Da war jetzt ein bisschen Glück auch dabei. Hab mich schon gewundert, warum die Grätsche nicht trifft, aber Alter. Fast wieder ein Herzinfarkt wegen Hummels bekommen. Ah, Mist. Boah, hat er eigentlich einen guten Trick gemacht. Stand aber Pisscheck im Weg. Ach, was mache ich denn? Ich habe die ganze Zeit irgendwas versucht. Und dann fiel mir gerade auf, dass Boateng ja gar keine Forster-Skills hat. Boah. What the fuck, wie geht er denn da rein? Ja, Gelb hätte ich schon gegeben. Also ich meine, wie, ich glaube, das war Santana, wie krass der da drauf geht. Jetzt Versuch mit Robben. Ja, der geht drüber, oder? Nee. Sah gar nicht so schlecht aus. Aber ich bin zuversichtlich, Leute. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass das hier noch was werden könnte. Wahrscheinlich täuscht es mich. Aber, ich bin gerade sehr optimistisch. Ja, kommt sogar noch an. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Oh, was gibt ein Gegentor? Wow, ich konzentriere mich gerade krass, aber Neuer, das war stark. Kann man ja mal so sagen. Jetzt warte ich da auf Lewandowski, genau, aber er kriegt ihn nicht. Boateng chippt ihn nicht durch. Da habe ich so lange gewartet. Robben. Ah, verdammt. Den hat er geahnt. Oder einfach nur Glück gehabt, ich weiß es nicht. Sah aber so aus, als hätte er den kommen sehen. Und Alaba steht da bis jetzt sehr gut. Eckengegentor, ne? What the fuck? Was willst du machen? Alter! Damit habe ich jetzt aber gerechnet, dass er danach ihn zieht. Von daher gut gemacht. Wow! Dann haut er so einen Longshot raus. Alter. Krass. Diesmal gehe ich nicht raus. Oh, der holt ihn sogar. Und jetzt Konter. Ja, super. Gibt sogar Abseits. Ach, ey, nur weil ich mit Neuer einmal rauskomme, weil ich scheiß Dreieck gedrückt habe, lasse ich mir jetzt hier eine Meisterschaft in der Folge entgehen. Also bei Regen-Longshots, ne, sind sehr gefährlich, deshalb versuche ich hier
frühestmöglich dran zu gehen. Weil die können in FIFA 14 dadurch sehr krass auf dem Boden umhergleiten. Wie bei dem einen Longshot von gerade da. Wo Neuer richtige Probleme gekriegt hat. What the fuck, jetzt habe ich sogar übelstes Luck. Jetzt habe ich übelstes Luck gerade. Alter. What the fuck, starker Schuss von Götze. Aber ich spiele es echt gerade nicht gut. Ich spiele es nicht gut. Jetzt Longshot-Versuch mit Lewandowski. Oh Gott, da habe ich viel zu krass durchgedrückt. Hm. Pitchnass, ja, der Kommentator trifft es gut. Und ich bin aufgeregt, weil ich möchte es eigentlich schaffen noch. Aber ich spiele nicht gut. Der Gegner hätte den Sieg mittlerweile klar verdient. Ist einfach so. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, was er gerade macht, es ist besser. Es ist besser, auch wenn er durch ein Eckentor führt. Er hat jetzt zwei starke Chancen gehabt. Momentan führt er sehr verdient. Aber vielleicht können wir auch mal Glück haben. Boateng, schieß, Junge. Wow, wie der sich gedreht hat. Alter, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Der hat sich nochmal krass in die andere Richtung gedreht. Wäre der reingegangen, ich hätte gefeiert. So, jetzt Robben schicken. Ah, der hat Alaba. Er hat fucking Alaba. Nein. Oh. Ich stehe viel zu offensiv bei seinen schnellen Spielern. Ich stehe viel zu offensiv. Will er sweaten, oder? Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Ach, scheiße. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht groß aufregen. Komischer Jubel irgendwie, aber... Ach ja, ich hab's gesagt. Ich hab's im Angriff gesagt. Ich stehe bei seinen schnellen Spielern viel zu offensiv. Ich stehe viel zu hoch mit der Abwehrreihe. Ich muss da tiefer stehen, das ist ganz klar. Und lass ihn meinetwegen sweaten. Gut. Habe ich in letzter Zeit auch schon oft genug gemacht. Da brauche ich mich darüber nicht mehr aufzuregen. Ich hätte es an dieser Stelle auch getan. Bei den Chancen, die er schon durch gut rausgespielte Sachen, sage ich mal, vergeben hat, durch schöne Longshots, ist das schon verständlich, dass er hier auf Nummer sicher gehen möchte. Von daher rege ich mich gar nicht rauf über das Sweaten. Mach es meinetwegen und der Sieg geht jetzt völlig verdient an ihn. Deswegen kann ich auch gar nicht sauer sein. Ich habe gleich noch drei Spiele Zeit, wo ich noch ein Unentschieden mir rausspielen kann. Also schade, dass es in der Episode hier nicht klappt, aber so ist das eben. So ist das eben. Und was soll man groß sagen, ne? Schade, aber er hat eindeutig besser gespielt und jetzt ist er AFK. Ist der AFK? Nee, ne? Nee. Gut, ich dachte schon, das sah eine kurze Zeit so aus. Oder doch? Ja, er geht einmal kurz raus. Ich versuche einfach nochmal irgendwie eine andere Formation. Irgendwas Offensives. Einfach jetzt auf Maximum gehen. Wo waren die Dreieraufstellungen? Jo. Nee. Ja, das ist doch was. Das ist doch was. Moment, jetzt muss ich schnell sein. Ja, passt. Passt. In der Hoffnung, dass es noch irgendwie was wird. What the fuck? Was war das denn für ein Pass? Ja, jetzt macht das dritte. Nee, doch nicht. Jetzt habe ich auch nur noch drei hinten. Also drei Abwehrspieler. Aber vielleicht nochmal ein Konter. Dahinter läuft Robben. Ach. No. War irgendwie gerade so ein Sinnbild für das Spiel, ne? So gut gedacht, aber dann völlig scheiße vollendet. Hey, ich wurde nochmal unterbrochen. Aber machst du nichts, war eh nichts mehr zu holen in dem Spiel. Somit 2:0 verloren. Titel können wir aber immer noch holen. Und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich würde sagen, haut da rein. Ne, wir haben nur noch ein Spiel, ne? Aber nur. Ah, ich hab mit viel mehr Spielen gerechnet. Aber stimmt, ich hatte drei Spiele, um
hier drei Spiele, um aufzusteigen. Und ich habe mir gesagt, für den drei Spiele brauchte ich einen Punkt, ne? Dann brauche ich ja 16, um aufzusteigen. Da habe ich einen Sieg geholt. In der letzten. Nee, da hatte ich eine Niederlage. Nee, doch, da habe ich einen Sieg geholt. Dann waren es nur noch zwei Spiele. Und da habe ich gesagt, in zwei Spielen kann man ja einen Punkt holen. Und jetzt haben wir das erste Spiel verloren. Das zweite mache ich dann irgendwie privat oder so. Und ich hoffe. Was heißt ich hoffe? Wir sehen uns dann im nächsten Part in Liga 3 wieder. Dann hoffentlich auch mit geschnittenen Haaren. Und ja, sollte aber klappen. Die Niederlage geht in Ordnung. Ich guck mal auf die Uhr. Das neue Team der Woche kommt in einer halben Stunde. Sollte dann im nächsten Part auch schon vertreten sein. Somit verabschiede ich mich wie immer. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende gesehen hast. Uns gibt's natürlich auf vielen sozialen Plattformen, zum Beispiel auf Facebook. Uns könnt ihr natürlich auch weiterhin auf YouTube folgen unter unserem Kanal. Und uns gibt es natürlich auch auf Twitter unter TGBTV1. Wir bedanken uns recht herzlich. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TGBTV-Team.